Die Westalpen sind für mich die spektakulärste Gegend in den Alpen. Die höchsten Gipfel, die tiefsten Schluchten, das türkisfarbenste Wasser, atemberaubende Straßen, Nervenkitzel pur und Kurven satt. Ein richtiges Motorradabenteuer. Also wenn du weiterhin noch mit Begeisterung Motorrad fahren willst, dann komm besser nicht hierher. Denn nach diesen Erlebnissen ist nichts mehr so, wie es mal war. Eigentlich können wir mit dem Hobby Motorradfahren einpacken. Das ist es jetzt gewesen. Also was gibt's denn noch? Was sollen wir? Was gibt's noch Besseres? Also es ist wirklich unbeschreiblich schön. Doch wer hier noch nie mit seinem Motorrad gewesen ist, der hat definitiv was verpasst. In diesem Video zeige ich dir die schönsten Orte, Alter, die geilsten Strecken und die wildesten Geschichten, die unterwegs so anfangen. Viel Spaß! Guten Morgen, wir sind hier in Etubles, keine Ahnung wie man es ausspricht, in der Nähe von Aosta, Aostatal, in Italien, quasi das Dreiländereck zwischen Schweiz, Italien und Frankreich. Und heute geht es weiter in Richtung Frankreich, also den größten Teil unserer Tour werden wir ja in Frankreich fahren. Und heute geht es über den kleinen St. Bernhard nach Frankreich und ich freue mich auch schon richtig, weil in Frankreich die Alpen, das ist schon was Besonderes. Also, viel Spaß. So, Tag 3, kurz nach 9, allerschönstes Kaiserwetter. Ah, haben wir ein Glück, gell? Wenn Engel reisen. Da unten ist das Aostatal. Wir fahren jetzt hier oben quasi auf der Bergstraße oberhalb vom Aostatal auf knapp 1400 Meter Höhe. Boah, guck dich das an. Junge, Junge, Junge. Oh, ist das schön hier, diese kleinen Schnutzelstraßen. Wir fahren jetzt Richtung Klein St. Bernhard und haben ja jetzt schon mal den Blick auf den Mont Blanc. Boah, ist das ein Vieh. Oh, sieht gut aus, die Straße, gell? Ist das geil! Und so wild, du weißt gar nicht, hä, was ist denn jetzt überhaupt los? Undurchschaubar, dieser Pass. Geil. Oh, da kommt schon wieder eine. Und das ist ein Gedicht mit der GS hier. Ein Gedicht. Dieses ganze Koffergerappel, da merkst du überhaupt nicht. Zack, zack. Was gibt's Geileres als die Alpen zum Motorradfahren? Weiß ich nicht. Gibt nichts. So, hier sind wir auf der Passhöhe. Oh, doch. 2190 Meter. Doch so hoch. Hätte ich nicht gedacht. Und das ist der kleine Bernhard. Der ist aber doch ganz schön groß. Oh. Bonjour France! Ja, es geht auch nicht immer alles gut.
Ich bin wohl mit dem Flügel von der Drohne gegen die Hand vom kleinen Bernhard gekommen. Die Drohne ist dann abgestürzt und ich musste sie aus circa 8 Metern Höhe bergen. Die kleine Klettereinlage war grenzwertig, hat aber funktioniert. Und glücklicherweise hatte ich auch noch Ersatzflügel für die Drohne dabei. Das hat die Drohne davongetragen. Der Flügel ist ein bisschen abgefräst, da oben auf dem Stein. Da hing sie, da muss sie hinklettern. Hundertprozentig. Aber ich habe sie wieder. Ich hatte schon für einen kurzen Moment ganz schön Angst. Ja. Das war mir jetzt ein bisschen zu viel Aufregung hier. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen beruhigen hier. Fahren wir erstmal ein bisschen Moped. So, jetzt geht's auf französischer Seite den kleinen Bernie wieder runter. Also der kleine Bernhard hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich hätte nicht gedacht, dass der so geil ist. Ihr guckt dir mal die Abfahrt hier an. Ist auch schon wieder sexy. Sex pur. Der kleine Bernie steht dem großen Bernie in nichts nach. Cool. So, nächster Pass. Nächstes Highlight auf der Tour. Lac de Roselon. Jetzt stehen wir hier beim Lac de Roselon. Wunderschön, gell? Und machen hier erstmal ein Päuschen. Fotos, Drohne und so weiter. Ja, der Pass ist allgemein sehr beliebt hier, ne? Also hier sind auch viele Wohnmobile, sehr viele Fahrradfahrer, ja, Mopeds natürlich auch. Also hier ist schon gut was los, ne? Also bei bestem Wetter ist schon ist kein unbekannter Pass hier. Und als nächstes fahren wir dann über den Col de la Madeleine und kommen dann auch zu den Lacets de Montvignier, Schnürsenkel von Montvignier. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Also weiter geht's. Nächster Halt, Col de Madeleine. Donner, das sind aber auch Weiden hier. Col de Madeleine. 2000. Was sagt das Navigator? 1996. Naja, lassen wir durchgehen. Jetzt wird's spannend. Trommelwirbel. Siehst du was? Warte, wir halten hier mal an. Komm. Wollen wir hier anhalten? Drohne. Fahren wir hier mal runter, die Schnürsenkel von Montvignier. Das ist aber wirklich Schnürsenkel hier. Oh Mann, ey. Oh.
Was für ein kranker Scheiß, ey. Hammer. Aber enger ging nicht. Es wäre nicht gegangen. Also wer hier den dritten Gang braucht, Respekt. Jetzt müssen wir erst noch ein bisschen geradeaus fahren, damit wir wieder ein bisschen runterkommen hier. So, jetzt sind wir auch offiziell auf der Route Grand Alpe unterwegs. Der Telegraph, der gehört dazu, der Galibier gehört dazu. Aber gut, danach biegen wir wieder ab, verlassen die Route de Grand Alpe wieder. Aber auf dem Rückweg nehmen wir ja wieder Pässe davon mit. Also, wenn man alles zusammenwürfelt, haben wir sie nachher zusammen. Puh, was ein Blick. Heftig. Oh. Oh. Das Licht, wie das da über die Berge streichelt. Sag mal, haben wir uns hier verfahren? Da vorne, das ist doch der Rosengarten. Wir sind in Dolomiten. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott. Komme ich nicht drauf klar hier. Da oben ist die Passhöhe, gell? Da sieht man auch wunderschön, wie die Straße sich hier hochschlängelt. Durch wohlige Hügel. Eingebettet in sanftes Grün. Ja, mein Herz, das ist so. Das ist so warm geworden hier. Hier schmilzt alles weg. (2600) 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42. Jawohl. Und der nächste wunderschöne Tag geht zu Ende. Jetzt kullern wir hier noch entspannt den Galibier runter. Und dann sind wir bei unserem Hotel in Villars d'Arène. Das war's dann auch schon gewesen mit der zweiten Folge unserer Westalpentour. Noch war alles entspannt, doch der richtige Nervenkitzel kommt dann in der nächsten Folge. Und so geht's weiter. Wir fahren wirklich wilde Balkonstraßen. Hier ist die Mauer kaputt, hier ist einer gerade ausgefahren. Aber auch außergewöhnlich schöne Balkonstraßen. Und gönnen uns am Abend mal ein bisschen Urlaub und lassen es uns gut gehen. Falls du das nicht verpassen möchtest, lass mir ein Abo da und bis bald.
Infos zur Routendatei findest du in der Videobeschreibung.